Der aktuelle Stand von euch beiden. Wir schauen heute in die Energie, in die Karten. Was denn da los ist bei euch beiden? Der aktuelle Stand. Welches Thema? Und wie es weitergeht? Und da schauen wir heute rein. Ein ganz, ganz, ganz liebes, herzliches Hallo an euch alle. Jeder, der neu mit dabei ist, herzlich willkommen. Und schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle hier mit dabei seid. Danke für eure Treue, für eure Herzlichkeit und. Ihr seid wundervoll. Und ein liebes Kanalmitglied möchte ich jetzt heute auch noch begrüßen. Danke, liebe Miriam Wiest, dass du dich für die Kanalmitgliedschaft entschieden hast. Herzlich willkommen in der Kanalmitgliedschaft und heute gibt es ja unter den Kanalmitgliedern die Verlosung von einem 30-minütigen Telefonreading. Und morgen gibt es dann das große Deck für die Kanalmitglieder plus Liebeslegung anschließend. Also wie gesagt, das große Deck, ne, die kommende Woche aus dem großen Deck. Und da gehen wir dann weiter, was hier in der Liebe gezeigt wird, dass wir da die Ergänzung, dass wir die Klärung haben, wie es dann auch weitergeht. Ne? Das wird es dann morgen geben. Okay, dann lege ich Thema weg, weil das war nur mein Spickzettel. Wegen dem Namen. Und du bist natürlich auch schon bei der Verlosung mit dabei. Jeder, der in der Kanalmitgliedschaft ist, ist immer in der nächsten Verlosung mit dabei von den Kanalmitgliedern. Und wenn wir jetzt das Thema Verlosung haben, wir haben ja gestern, habe ich ja wieder bekannt gegeben, nochmal dieses wunderschöne Kartendeck von Heart and Soul, diese Lenormand-Karten. Und da ziehe ich jetzt den Gewinner. Ich habe mir alle aufgeschrieben, die gestern in dem Video kommentiert haben. Und ihr seid alle im Lostopf mit drin. Verlosung wird es jetzt übrigens öfters geben. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die jetzt hier noch mit verlost werden. Und ich finde das so schön. Ich verschenke so gerne. Ich finde das so wahnsinnig toll. Dazu sagen möchte ich auch noch, die Sachen, die hier verschickt werden, die gehen als Bücherware, wird es versendet. Und da kann das ein paar Tage länger dauern. Ne? Okay, also Warensendung, ne? Gehen die Sachen weg. Bloß, dass ihr Bescheid wisst, aber es wird alles verschickt, da geht alles raus. Also, da passt auf jeden Fall alles. So, jetzt schaue ich hier mal. Jetzt nehme ich mal die Schüssel, weil, wie gesagt, ich muss es gleich am Anfang machen, weil sonst könnte es sein, dass wir hier. So, dann schauen wir doch mal, wen ich denn hier habe. Der Gewinner, die Gewinner. Warte mal. Esther, liebe Esther Sebald, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen, bitte schreibe mir. Über WhatsApp ist es immer am besten, wenn ihr mir über WhatsApp schreibt, eine Nachricht, deine Adresse und dann geht dein Kartendeck auf Reisen zu dir. Im Allgemeinen auch bitte, ganz großes Hubala, Entschuldigung, wenn ich manchmal nicht gleich antworte. Ne? Einfach immer, wie ich es immer gerne mit dazu sage, immer nochmal ein Emoji einfach nochmal schicken, dass die Nachricht oben auftaucht. Und es ist niemals böse gemeint. Ne? Und wenn möglich, wenn ihr die Wahl habt, E-Mail oder WhatsApp oder Telegram, bitte WhatsApp oder Telegram. Es ist wirklich da, taucht es dann eher noch auf, weil wirklich bei mir ist es so, es läuft fast alles über WhatsApp. Ne? Und ich danke euch für euer Verständnis. Ihr seid absolut top. Aber ich vergesse niemanden, wirklich. Also jeder bekommt Antwort von mir, garantiert. Egal E-Mail, WhatsApp oder Telegram. Ne? Auch SMS. Also das gibt's auch. Ich habe es nur gerne auch bei den E-Mails, möchte ich gerne mit dazu sagen. Denn ich erkläre die ganzen Sachen immer gerne, den Ablauf und was es für Möglichkeiten gibt. Und bei einer E-Mail kann ich keine Sprachnachricht schicken. Deswegen, auch wenn ihr mir eine E-Mail schickt, dann bitte ich euch immer, dass ihr mir eine WhatsApp oder über Telegram einfach nochmal schreibt, dass ich dann über Sprachnachricht euch die Antwort geben kann. Ne? Weil ich mir da einfach immer leichter tue. Und ich finde es immer viel, viel schöner, das Gesagte, als dieses da alles so runtergeschrieben, weil es viel persönlicher einfach auch ist. Ne? So, wo geht's denn jetzt weiter? Ach genau, mit der Legung, ne? Mit der Legung, da schauen wir doch mal, was überhaupt das Thema bei euch beiden ist. So, dann gucken wir mal. Das muss ich nochmal richtig auffächern hier. So, jetzt aber. Okay. Was ist denn hier euer Thema? Und dann nehmen wir gerne gleich noch die Tendenz.
Gut. Okay. Neugierde. Neugierde. Also mal schauen, was hier, sich da so tut. Weil hier Neugier wird hier nämlich auch ganz gezeigt. Also hier, dass irgendein Ge Beginn. Ja, dass irgendwas, was neu beginnt. Und was vielleicht auch ein bisschen Spontanität auch vielleicht. Dieser Teil noch mit dabei. Was vielleicht auch ein Thema ist oder ein Hinweis für dich, in diese Unbefangenheit zu gehen. Das wird hier auch noch gezeigt, in diese Unbefangenheit, ne? Ist vielleicht so mit anderen Augen betrachten, aber hier der Na, den nimmt man halt nochmal, ja? Habe ich hier auch dieses wie ein Neustart, ne? Diese Leichtigkeit. Leichtigkeit, es scheint hier bei euch beiden ein ganz großes Thema zu sein. Und ja, dass da tut sich was. Neustart, Leichtigkeit. Sind gespannt. Ich bin gespannt. Den legen wir jetzt mal hier auf die Seite. So, jetzt schauen wir bei euch. Das Thema, wow. Wir haben wieder zweimal die große Arcana. Das Rad des Schicksals. Also hier ist was, die Zeit ist reif. Also hier wird es eine Wende. Eine Wende und das Thema auch hier, wie gesagt, Leichtigkeit, wie ich schon angesprochen habe. Und die Zeit ist reif. Also da ist auch eine Kehrtwende, wird hier gezeigt. Veränderung. Und irgendwas ist hier aber auch mit einer Wiederholung. Also so ein bisschen, was wiederholt wird, vielleicht was eine Schwierigkeit ist, eine Kehrtwende. Aber egal wie, es ist eine positive Veränderung. Irgendwas ist hier bei euch, was anders ist in eurer Verbindung miteinander. Und diese Kehrtwende, die aber dazu da ist, um hier in die Leichtigkeit zu kommen, dass hier ein Neustart, ein Neubeginn beginnt. Also sehr interessantes, spannendes Thema, sage ich jetzt mal, oder Bereich des Themas sehen wir jetzt noch genau, um was es hier geht. Und ich rutsche euch beide mal hier auf die Seite. Ihr wisst ja übrigens, das ist eine Legung fürs Kollektiv. Personenkarten sind geschlechterneutral. Kollektivlegung kann leider nicht für jeden zutreffen. Ne? Ganz wichtig. Aber wie ich es auch in den persönlichen Readings immer wieder auch mitbekomme, jeden Tag, auch heute Morgen wieder, habt ihr das richtig gut im Griff und macht das auch so. Weil ihr sagt, okay, ihr holt euch hier, auch wenn das vielleicht nicht so stimmig vielleicht auch ist, holt ihr euch das raus, diesen Hinweis, um an das Ziel zu kommen. Ne? Dieser Aha-Effekt im Moment, diese Erinnerung, dieser kleine Schubser an dich vielleicht, da dieses, oh, das habe ich jetzt vielleicht die letzte Zeit ein bisschen vernachlässigt oder ich habe mich vernachlässigt oder ich hing hier in diesem Thema ein bisschen fest, was mich wieder gestoppt hat. Solche Sachen, ne? Diese positive Schwingung auch hier wieder mit reinzugehen. Und apropos positive Schwingung, ich hoffe, es geht euch allen gut. Und wem es auch nicht so gut geht, hoffe ich, dass ich jetzt hier in dieser Legung ein bisschen positive Energie, positive Vibes mit rüberbringen kann. So. Und fühlt euch erstmal alle ganz fest umarmt. Wir schauen jetzt, wie es denn weitergeht bei euch. Na, oder was, beziehungsweise ganz wichtig, was ist überhaupt das Thema? Was ist hier diese Wende? Weil es schaut sehr interessant aus, was wir hier haben. Ich lege das mal darüber. So. Dieser Neustart. Also irgendwas ist hier aber auch, sagt mir aber auch diese Verbindung jetzt. Wir schauen das mal genau rein, bevor ich jetzt hier so reden anfange. Weil hier, das wird definitiv, ich bekomme es jetzt nicht los, ich hänge jetzt hier gerade noch ein bisschen fest. Ein Problem wird hier bewältigt und das ist diese Kehrtwende, die ich hier habe. Weil irgendwo sind hier ungelöste Probleme zwischen euch. Und da irgendwas wird jetzt hier bewältigt, eine Veränderung, Wende. Und da ist jetzt auch die Zeit war reif. Dass es jetzt so ist, dass sich das Ganze wieder wendet. Diese Situation, in der ihr beide euch befindet. Aber dass es auch wieder hier in den Einklang kommt. Wir schauen jetzt mal.
Okay. Ja, hier ist schon ein bisschen, was ich sehe, so von deiner Seite auch aus, so ein bisschen diese Sorgen, diese Enttäuschung, diese Traurigkeit. Und es geht um die Kommunikation, Veränderung. Also, wow, ne? Irgendwas ist anders. Und das stresst. Also dieser Stressfaktor. Aber hier ist auch dieser Wandel hier auch wieder zu sehen. Und es geht definitiv. Hier gibt es auf jeden Fall eine Wende. Veränderung, Wende, Wandel, aber ins Positive. Oder, ja. Es geht sehr stark um die Liebe. Das ist was anderes. Also hier eine Wende. Jetzt schauen wir aber noch, ich möchte gerne wissen, um was es hier genauer geht. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, das Glück ist definitiv bei euch komplett an eurer Seite. Also da beißt die Maus keinen Faden ab, ne? Das haben wir hier klar und deutlich liegen. Da möchte ich gerne. Okay. Also ich sag mal, ja. Gut. Wow. Also bin ich jetzt selber ein bisschen perplex von dieser Legung, weil man muss ja erstmal Worte fassen. Ich habe hier, was ich hier sehe. Hier ist eine, wie gesagt, Wende, was ich jetzt schon mehrmals angesprochen habe. Und hier ist was anders. Und das ist aber das hier so ein kompletter, wie so ein Rollentausch. Ich sehe den Rollentausch bei euch. Hier ist was, was dich eigentlich total kirre macht, unsicher macht, nervös macht. Und das hat hier, ja, Eifersucht. Also hier ist es aber auch so, ganz wichtig. Wenn ich dich anspreche, kann es bei dieser Legung auch deinen Gegenüber, jemanden betreffen. Also deinen Gegenüber betreffen. Na? Hier dieser der Spiegel, also dieses Veränderte. Na? Ganz wichtig, also das möchte ich noch mit dazu sagen. Und immer im Kollektiv, dass das da die Rollen hier auch getauscht sein können. Na? Weil ich sehe hier schon, dass hier was anders ist. Bei dir war früher das Thema Eifersucht. Kann auch von deinem Gegenüber. Wie gesagt, hier, wir können den Tausch haben, ne? Thema Eifersucht war ganz groß gewesen. Und da ist es aber jetzt so, dass du ruhiger geworden bist. Also hier war immer die Unsicherheit, so diese Unruhe und ja, irgendwas stimmt hier nicht. Das war bei dir immer gewesen. Immer dieses vielleicht nachhaken und dieses nachprüfen, dieses nochmal, ja, du sagst zwar, es ist okay, aber immer dieses misstrauisch habe ich immer, immer wieder, dieses Misstrauen und diese Enttäuschung, diese Sorgen, Eifersucht, könnte jemand anders und da ist noch eine andere und da schreibt er oder sie vielleicht mit jemand anderem und immer wieder diese Nervosität. Und da ist jetzt so, und das war ein ganz großes Thema vielleicht immer bei euch, bei dir auf jeden Fall, ein großes Thema gewesen. Und da hat es immer wieder, ging es immer wieder in den Rückzug rein. Da kam, das hat nie diese Fülle hier komplett gegeben. Diese richtige Beständigkeit. Und immer wieder kam hier was, was hier dann dazwischen quergeschlagen hat und immer wieder Unruhe gestiftet hat. Wo diese Leichtigkeit nicht war, immer diese Stockende auch. Auch in der Kommunikation. Und jetzt ist das Thema die Wende, die Wandlung. Was jetzt dich auch ein bisschen beunruhigt, weil dich habe ich jetzt hier eher in dieser, ja, ruhigeren Position. Und auch in der Kommunikation ist es irgendwie anders. Weil hier sehe ich den Gegenüber. Wie gesagt, Rollentausch kann auch sein, dass es du bist und bei deinem Gegenüber ist es jetzt. Also, ne, ihr wandelt euch das bitte um. Da ist mehr Eifersucht jetzt hier von deinem Gegenüber. Der Rollentausch. Also das, die Situation, in der du warst, ist damals so, dein Gegenüber hat sich gedacht, was soll das eigentlich? Da ist doch gar nichts. Was willst du? Ne, da ist null, dieses Entspannte, so, nein.
hier war sich immer total sicher, ist doch nichts, also hat dich überhaupt nicht verstanden. So, und jetzt, bam, hast du die Rolle über, hat er die Rolle übernommen von dir. Und so sehe ich die Situation, weil hier ist jetzt jemand anders komplett in deiner Rolle. Eifersucht. Er könnte doch. Wie? Nicht zu Hause. Wie? Geht er weg? Wie? Macht das? Ist er der andere? Er ein anderer? Und so habe ich immer wieder diese Konstellation hier liegen. Dieses, was machst du? Vielleicht auch nicht so wirklich auch nachfragen. Immer so dieses Versuchen auch hier zurückzuhalten. Immer wieder diesen Rückzug. Ne? Aber Eifersucht ist ein ganz großes Thema. Also hier wirklich einen Rollentausch. Und da sage ich aber auch, weil ich sehr stark diese karmische Verstrickung zwischen euch hatte, habe, vage ausgedrückt, ja. Aber das waren diese Verstrickungen hier auch gewesen. Und jetzt bist du dieses Entspannte und dein Gegenüber eher dieses Angespannte. Weil da, wie gesagt, immer wieder Rückzug und da immer dieses Wegschieben und dieses, Ungeduld. Ungeduld, um hier was Neues zu erfahren, diese Neugierde. Ne? Was ist da, was ist da, was ist da? Ja. Weil hier ist deutlich zu sehen, ihr habt so eine starke Verbindung miteinander, dass hier, dass deswegen das Ganze auch sein sollte, warum sich das Ganze zwischen euch gezogen hat. Vielleicht gab es ja auch eine Trennung. Oder diesen bisschen diese Kluft zwischen euch. Weil hier nämlich die Entscheidung für euch hier liegt in eine, für die Liebe, in die tiefe Liebe zu greifen. Und nicht von anderem, von diesem Eifersucht. Also du hast das Thema durch, dein Gegenüber ist noch mittendrin. Um das aufzuarbeiten, um hier die Liebe leben zu lassen zwischen euch beiden. Und das ist die Lösung. Hier. Du, dein Gegenüber, wusste immer nicht, oh mein Gott, wie und was und dieses, da gibt es keine Lösung. Doch, die Lösung ist ganz klar, ins Vertrauen zu gehen. Und ihr werdet hier beide ins Vertrauen gehen. Hier, stärker dein Gegenüber, weil ich ihn jetzt in dieser Legung ein bisschen stärker sehe, da ist dieses Vertrauen nicht ganz da. Und da heißt es, die Lösung ist schon getroffen, jetzt gerade in der Durchführung. Lösung, die Entscheidung für die Liebe. Und das sollte so sein zwischen euch. Ganz sicher. Es sollte so sein, diese Veränderung, dieses Schleppen, lange, zähe, dass es hier Bedarf, dem Bedarf gewesen ist, weil es ein Stressfaktor gewesen ist, immer wieder zwischen euch. Der Rollentausch sollte jetzt auch sein. Und es ist die Veränderung, die größere Veränderung hier zum allergrößten Glück in der Verbindung zwischen euch. Weil hier wird mir so viel Beständigkeit auch gezeigt. Und hier wird es noch tiefer in die Kommunikation gehen. Aussprache. Klärung. Was immer diese Unentschlossenheit gewesen ist. Unsicherheit sehe ich jetzt hier dem Gegenüber. Da ist jemand total unsicher, unentschlossen, beziehungsweise entschlossen, ja, dich, du, ja, und hin und her, aber aus sich rausbrechen, ganz großes Thema. Das geht nicht. Und hier sehe ich aber auch, vielleicht sagt, das gibt es der ein oder andere auch nicht wirklich zu, ne, dieser Eifersucht hier. Weil hier ist selber total wirr, hier ist jemand total wirr und das macht ihn irre. Dieses, oh mein Gott, was soll der ganze Mist jetzt, wenn man sich mal so salopp ausdrücken darf. Diese Eifersucht so stark, weil hier das jemand nicht wirklich von sich kennt. Da war eher immer dieses, ja, diese Veränderung, dieses Entspannte. Also hier, absolutes Thema Rollentausch bei euch beiden. Und das ist der Stand bei euch. Aber das soll, wie gesagt, definitiv so sein. Weil hier, durch diesen Rollentausch, du hast gemerkt, wow, das ist doch absoluter Quatsch, immer diese Eifersucht und das Ganze. Weil du bist hier ins Vertrauen gegangen, weil du dir nämlich selbst vertraust. Na? Und dein Gegenüber aber nicht. Das ist allgemein das große Thema, Vertrauen von deinem Gegenüber. Da ist jemand immer sehr misstrauisch, zurückgezogen und hat
immer wieder was anderes gezeigt. Und immer so diesen Schein wahren, dass alles so passt. So sein Kartenhaus, was hier jemand immer so gebaut hat. Es muss alles passen und stimmen und weglaufen. Weglaufen, alles wegschieben. Ne? Und jetzt holt sie ihn bam, komplett ein. Das ist nämlich sein Thema. Weil, nein, ich, eifersüchtig, nein, ich auf gar keinen Fall. Mm-mm. Doch, sehr stark. Und das ist das, was ihn kirre macht, was die ganze Zeit nicht gewesen ist. Aber es ist auch ein Zeichen, dass er gemerkt hat, dass jemand gemerkt hat, wie intensiv die Liebe zu dir ist, wie stark die Zuneigung, die Sehnsucht, das Gefühl, die Sinnlichkeit. Und das ist das, dieses Aufleben, dieses, ja, so richtig wie so ein Feuerwerk, boom, auf einmal kommt so viel Gefühl, geballte Ladung, Gefühl, Liebe, Wärme, Sehnsucht, Liebeskummer, Eifersucht, ja? Und das habe ich bei deinem Gegenüber. Und da kommt richtig Bewegung rein. Hier kommt richtig Bewegung. Also nach dieser Legung wird es hier wirklich Aussprachen geben, Einladungen, ne? Weil das wird ausgesprochen, weil hier kann sich jemand auch nicht mehr wirklich zurückhalten. Aber ich habe liebevolle Gespräche. Ich habe den Wandel, die Wende, haben wir jetzt mehrfach hier liegen, komplett zum Guten. Glücksgefühle, glückliche Ereignisse, glückliche Treffen. Also hier geht es wirklich ins Fühlen rein. Das ist der Weg von euch beiden. So, und jetzt bin ich gespannt, was wir jetzt hier noch haben. Das Ass der Münzen. Beim Ass der Münzen haben wir hier auch Ton. Das Glück nochmal mit dabei. Die Chance aufs Glück. Weil hier weiß jemand, du bist die Ergänzung zu seinem absoluten Glück. Und diese Chance wird hier jemand auch ergreifen. Und dann wird es auch hier richtig dieses, ich meine, so sehen, wie du es siehst, so neutral oder so, so klar, habe ich jetzt hier nicht. Na? Da ist das Denken versagt dann manchmal so ein bisschen. Na? Aber hier kommt wirklich Bewegung rein, weil hier will auch jemand die Chance ergreifen. Und für euch beide jetzt gesehen, ist es wirklich diese Veränderung, der Beginn einer wertvollen Beziehung zwischen euch. Glück, Sicherheit in der Liebe. Hier werden Chancen getan, Gelegenheiten genutzt. Da kommt schon gewaltig was in Bewegung bei euch. Dann haben wir Judgment. Judgment haben wir, ja, die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Weil hier geht es in die Gerechtigkeit. Hier wird der Wahrheit ins Auge gesehen. Und hier, was eure Verbindung betrifft, wird es nicht mehr einseitig sein, sondern hier auch fast diese Eifersucht losgelassen. Ins Vertrauen wird hier gegangen. Dass hier Gleichberechtigung, also beide Seiten, dass ein Gleichgewicht auch hier ist. Es geht in die Balance. Und da schaut es schon sehr gut aus. Also von daher, es sollte wirklich so sein. Also es bestätigt jetzt noch mehr, dass es wirklich dieser Wandel, dieser Rollentausch hier definitiv sein sollte. Und also da, für mich, wie gesagt, absolute Balance hier nochmal. Und es ist hier ein gutes Karma. Eine zweite Chance. Was hier immer in der Disbalance gewesen ist. Dieses Extreme auch. Bei dir dieses Extreme und jetzt bei deinem Gegenüber. Ist jetzt hier wirklich die zweite Chance. Wundervolle Basis. Gesunde, gute Basis für eine Beziehung zwischen euch. Und die ist jetzt hier geschaffen. Und deswegen soll das Ganze jetzt hier wirklich sein. Es war wichtig. So, und dann? Zehn der Kelche ist hier wirklich die Zugehörigkeit, wird gezeigt. Und da auf diesem Weg befindet ihr beide euch. Ihr gehört zusammen.
nochmal, eine absolute tolle Basis für diese Gemeinsamkeit, eine gemeinsame Zukunft, ein Miteinander. Hier geht es wirklich auch in die Harmonie, Zugehörigkeit, Harmonie. Also ist wunderschön. Und also da ist so gar nichts mehr, wo ich jetzt sagen kann, da ist noch irgendwas, was jetzt hier dann zäh abläuft, bei hier Vertrauen. Du vertraust ihm und jemand vertraut dir. Und da führt der Weg für euch beide hin. Jeder Kelch ist gefüllt, alles. Und diese Balance und diese Ausgeglichenheit hier, es kommt ins Fließen. Also, es ist absolutes Happy End hier zu sehen. Weil ihr habt hier beide die nächste Beziehungsstufe erreicht. Und das sollte jetzt alles hier auch sein, diese Veränderung, dieses Tohuwabohu, um die nächste Stufe eurer Beziehung zu erreichen. Und das ist die Stufe für eine gemeinsame Reise, einen gemeinsamen Weg, ein Miteinander, diese Zusammengehörigkeit zwischen euch. Wow, wunderschön. Ich wünsche es jedem von euch. Ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zusehen und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag. Tschüss!